Morgen! Morgen! Und? Was Besonderes in der Nacht? Abramowitsch mussten sie ins Krankenhaus bringen lassen. Wieso? Hat angefangen, wild rumzuschreien. Und als die Kollegen dann reinkamen, hat er die halbe Zelle vollgekotzt. Hat er was geraucht, wie das Beiß? Ja, was sonst? Schon sauber gemacht? Nee. Ist erst vor einer Stunde passiert. Der Hausarbeiter macht das gleich und ich gehe mit rein. Mm. Ja, ich weiß. Die ganze Drecksarbeit bleibt wieder an mir hängen. Boah, mir geht das so auf die Nerven. Müssen sich solche Idioten denn jeden Mist reinziehen, der ihnen verkauft wird? Jetzt komm, ein paar rühren das Zeug doch überhaupt nicht an. Und zeig mir einen. Heute wieder schlechte Laune? Du, mach du doch die Kotze von Abramowitsch weg, wenn du willst. Lass mal, ich gehe mit dem Frühstück rum. Und mir kommt meins gleich hoch. Morgen, Herr Schlüter. Frühstück. Gut geschlafen? Geht so. Haben Sie nicht gehört, was da nebenan los war? Abramowitsch hat seiner Zelle einen neuen Anstrich verpasst. Ja, und vorher hat er 5 Minuten rumgeschrien. Und dann hat er so laut gekotzt, Herr Schlüter. Ich habe heute schon gegessen und ich würde gerne alles bei mir behalten. Sie haben wahrscheinlich keine Ahnung, was Ihrem Kollegen gestern Nacht so schlecht bekommen sein könnte, ob er vielleicht was geraucht hat? Nee, echt nicht, Frau Jung. Also, der ist auch immer bei den Malern. Ich sehe den so gut wie überhaupt nicht. Okay, dann frühstücken Sie mal. Ich bringe Sie dann später rüber. So, Herr Schlüter, es geht zur Arbeit. Morgen. Morgen. Schon von Abramo gehört? Jo, alles live hier. Der Idiot raucht doch echt alles, was er in die Finger kriegt, ey. Das mit dem Spice bekomme ich einfach nicht in meinen Kopf. Was meinen Sie, Frau Jung? Sie rauchen das Zeug. Sie ziehen sich das voll auf Lunge. Sie haben keine Ahnung, was in der Mischung überhaupt drin ist. Das könnte alles sein. Rattenkacke, Kloreiniger, Basilikum, Blumenerde. Mensch, Frau Jung, ich rauch das Zeug doch nicht. Ja, es sind echt immer die gleichen paar Leute, die das machen. Wie Abramowitsch. Das ist doch ein Vollpfosten. Das wievielte Mal ist er jetzt hier eigentlich? Das dritte Mal. Der kommt doch immer wieder. Er packt das draußen noch gar nicht. Der kann doch nichts. Langsam wird er auch zu alt. Das nächste Mal geht er in Efeuzug. Da kann er da sein Spice rauchen. Das raucht nicht nur Abramowitsch auf Ihrer Station, oder? Keine Ahnung, also ich auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht. Na dann. So, jetzt haben wir genug getrödelt. Sonst fragt Herr Kropp sich noch, wo seine beiden Küchenfeen bleiben. Wie lange musst du eigentlich noch? 6 Monate. Hälfte der Zeit ist jetzt rum. Das ist eigentlich auch scheiße für dich, oder? Was meinst du? Ich hab noch 1,5 Jahre. Ist doch scheiße für dich, Alter, und nicht für mich. Nee, was ich meine ist, das Einzige, was du hier gemacht hast, war doch Gemüse schnippeln und so. Aber ausbildungsmäßig ist bei dir auch gar nichts gelaufen. Naja, dafür war ich auch zu kurz hier. Weißt du, wenn ich hier raus bin, ne, dann bin ich fertiger Koch. Du bist nur Ex-Knacki, da war das ganze Jahr doch komplett umsonst. Ja, das war doch sowieso umsonst. Du wärst doch auch nicht freiwillig 2 Jahre in den Knast gegangen, oder? Ja, wär keiner. Arschloch. Ich werde mein Abi nachholen, wenn ich aus dem Knast raus bin. Ja, klar. Ohne Scheiß. Ich war vorher auf dem Gymnasium. Du bist ein ganz schlaues Kerlchen, ne? Du kannst mich doch mal, ey. Nee, ich meine das ernst. Ich werde erst mein Abi nachholen und danach studiere ich. Und was? Keine Ahnung. Vielleicht Jura. Du laberst. Ey, ohne Scheiß. Ich finde das voll interessant. Ich habe mir aus der Bibliothek mal so ein paar Gesetzesbücher geholt. Alter, dein Leben muss echt öde sein. Du kapierst es einfach nicht. Alles, was hier so abläuft, ist durch Gesetze komplett geregelt. Dass wir hier sitzen müssen, was wir alles dürfen, was wir nicht dürfen, dass wir bestraft werden, wenn wir Scheiße bauen, dass die Beamten sie zu uns sagen müssen. Wer eine Ausbildung macht. Ja, Junge, ich hab's kapiert. Für alles hier gibt's Gesetze und Vorschriften. Sogar für deine Anträge da auf, vorzeitige oder Lockerung. Das ist alles geregelt, das könnte ich einfach so nach Lust und Laune entscheiden. Ja, genau. Und wenn der Schmitz schlecht drauf ist, dann sagt er, ich hätte jemandem die Faust gegeben und dann ist die Lockerung gegessen. Der Schmitz ist auch ein Arschloch. Aber wenn du genau weißt, was deine Rechte sind, dann kannst du auch schon einiges drehen. Außerdem interessiert mich das auch für später.
Fürs Studium oder als Job? Ich glaube, ich frage das mal bei der nächsten Berufsberatung. Dann wirst du Anwalt? Wie geil ist das denn? Als Ex-Knacki. Darfst du es überhaupt? Keine Ahnung. Aber mir wird es auf jeden Fall besser gefallen, als ewig Gemüse zu schnibbeln. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich den Kochjob überhaupt mache, wenn ich hier raus bin. Lass dich einfach mal beraten. Dafür haben wir noch extra was. Ruhig, Alter. Bin noch ein bisschen länger hier. Ja, ja, das sagen sie alle. Naja, komm. Lass mal los, Pause ist auch vorbei. Wir haben noch 4 Kilo Gemüse, Junge. Und? Alles okay? Ja, klar. Was Neues aus dem Krankenhaus? Abramowitsch hat sich gestern Nacht noch ein paar Mal übergeben. Heute behalten Sie ihn noch da, morgen kommt er zurück. Hat die Nachtschicht den Joint gefunden? Im Bett. Muss ihm aus der Hand gefallen sein, als die Halluzination losging. Der hätte uns die ganze Station abwackeln können. Wenn wir doch nur wüssten, wer das Zeug eingeschleust hat. Ja, Herr Biel, wer sonst? Aber den haben wir heute Morgen darauf angesprochen. Und was hat er gesagt? Ja, nichts. Hat nur angefangen, mich wüst zu beschimpfen. Aber das reicht jetzt auch. Der bekommt 3 Tage Freizeitsperre. 3 Tage Popshop, das bringt doch überhaupt nichts. Red mit ihm, lass ihn einen Aufsatz schreiben, davon hat Erbil viel mehr. Hanna, wir haben hier junge Kriminelle. Betrüger, Vergewaltiger, Mörder. Und bei AB bin ich ziemlich sicher, dass der Spice in die Anstalt schleust. Drogen, Hanna, kapierst du das nicht? Du kapierst das nicht. Wenn du ständig den Kampf mit den Jungs suchst, dann kämpfen sie zurück. Wir haben hier für Ordnung zu sorgen. Ja, und wir haben einen erzieherischen Auftrag. Ja, ja. Carsten. Wenn du ein Problem damit hast, dann solltest du in den E-Vollzug wechseln. Wir sollen auf die Jungs einwirken, mit ihnen reden, Vorbild sein. Ja klar, wer denn sonst? Du weißt doch genau, aus welchen Dreckslöchern die meisten der Jungs kommen. Wie sollen die denn lernen, vernünftig miteinander umzugehen, wenn nicht von uns? Ja, jetzt klingst du wie die Stationsmutti. Das ist doch alles nur Idealzustand. Als ob dich alle in den ganzen Jahren immer nur lieb, freundlich und respektvoll behandelt hätten. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Dann weißt du doch, wie das ist. Solange alles gut läuft, machen die auf Sonnenschein, damit der nächste Antrag auf Lockerung durchgeht. Aber sobald dir nur irgendwas schräg kommt, rastet sofort einer aus, du hast dir eine Schlägerei am Hals und gehst vielleicht mit gebrochenem Kiefer nach Hause. Es wird Zeit. Die Jungs haben die Schicht gleich um. Die Freistunde fängt an. Du solltest dir echt mal überlegen, warum du ausgerechnet im Jugendvollzug arbeitest. Vielleicht solltest du das nächste Mal besser dabei sein, wenn eine Zelle von Kotze gereinigt werden muss. Charmant, Herr Kollege. Herr Schlüter? Ich hole Sie dann gleich ein bisschen früher rüber. Ihre Mutter kommt heute zu Besuch. Ja, genau. Frau Jung, warum sind Sie eigentlich noch hier? Ihre Schicht ist doch schon längst vorbei. Das verdanke ich der blöden Grippewelle. Peters ist krank, ein Kollege auf Station A auch. Dazu haben noch 3 Kollegen Urlaub. Also machen der Kollege und ich heute Überstunden. Ist der Schmitz auch noch da? Ja. Na, hat heute Abend wieder doppelt miese Laune, ne? Ich denke, dass Sie mit allen Kollegen gut auskommen können. Schmitz will aber nicht mit uns zurechtkommen, das wissen Sie doch genau. Hey! Deine Mutter kommt? Ist doch Dienstag. Ja, meine war seit November nicht mehr da. Außer ganz okay, die heult jedes Mal, wenn die da ist. Dann schreibt die nachher mal, wie leid sie tut. Mit meiner ist es eigentlich ganz locker. Nur mein Vater, der war bisher noch nicht hier. Meiner auch nicht. Hallo Daniel. Hallo Mama. Hallo Frau Jung. Hallo. Heute Spätschicht? Nein, Überstunden, die Grippewelle. Dann hoffe ich, dass die Zeit schnell rumgeht. Das hoffe ich auch. Wie geht's dir? Alles okay. Das Übliche halt. Langweilig? Ja, ganz schön öde. Ich habe das Gefühl, die Zeit geht überhaupt nicht rum. Fernsehen, Wände anstarren. Dann wieder Fernsehen, dann wieder Wände anstarren. Du kriegst die Zeit schon noch rum. Warst du heute nicht beim Sport? Und gestern war ich. Und übermorgen wieder. Jetzt, wo der Frühling kommt, da
kriege ich richtig Lust, draußen laufen zu gehen. Halbes Jahr noch, Daniel. Ja, wenigstens jetzt Halbzeit. Und ich lese im Moment viel aus der Bibliothek. Gesetzestexte. Wieso das denn? Ja, ich habe halt viel Zeit zum Nachdenken. Über den Mann, den ich niedergeschlagen habe und die Frau, die ich angefahren habe. Halt über den ganzen Mist. Okay. Irgendwie muss ich kapieren, was hier genau abläuft. Und ich einfach nur denke, ich bin jetzt hier, weil ich die Frau in den Rollstuhl gebracht habe. Das ist ja nicht alles, da steckt ja noch mehr dahinter. Dahinter steckt ja ein Sinn, dass man mir meine Freiheit wegnimmt, verstehst du? Eigentlich hat da jeder Mensch das Recht auf Freiheit. Ich meine, du kannst gleich hier rausgehen, gehst zum Bahnhof, zu einer Dönerbude oder nach Hause und ich bin immer in den Raum, in den ich geschickt werde. Man schließt für mich auf, ich gehe rein, man schließt hinter mir wieder ab. Ich habe das Recht auf Freiheit für die nächsten 6 Monate verloren. Ja, und die Frau, die hat noch viel mehr verloren. Die sitzt ihr Leben lang im Rollstuhl. Ja, ich habe ihr was genommen, man hat mir was genommen. Das ist doch irgendwie fair. Das ist sehr grob vereinfacht, Daniel. Ja, das weiß ich ja, aber das war der erste Gedanke, der mir zu diesem ganzen Thema kam. Und dann wollte ich einfach mehr wissen. Und am Anfang ist dieses Rechtszeug echt trocken, aber mittlerweile habe ich ein paar richtig gute Artikel zum Thema Recht und Gerechtigkeit gefunden. Das ist echt spannend. Vielleicht mache ich damit später mal was. Ich finde das schön, dass du dir Gedanken machst über später. Na, ich meine, 6 Monate, das ist eine ganze Weile, aber es geht vielleicht doch schneller rum, als du denkst. Hat Papa sich eigentlich mal gemeldet? Eigentlich wollte ich das Thema heute nicht ansprechen. Hast du was gehört? Ich habe nochmal angerufen, weil er so gar nichts mehr von sich hat hören lassen. Ja und? Du kennst deinen Vater. Der wird nicht kommen. Nein. Er will auch keinen Kontakt mehr? Ach, das ist schon okay, Mama. Das hat er auch damals in der Mail geschrieben, als ich verhaftet wurde. Ich verstehe das nicht. Der ist so unfair. Er hat gesagt, ich hätte dich verdorben. Ich wäre zu viel in der Klinik, ich hätte zu viel Schichten, ich hätte immer nur an meine Karriere gedacht. Und dich hätte ich immer schon verzogen. Immer hättest du alles von mir bekommen, was du wolltest. Ja, und jetzt hätte ich die Quittung dafür bekommen. Mama, das ist der gleiche Mist, den er damals in der Mail geschrieben hat. Das kann uns doch scheißegal sein. Das tut mir nur so leid für dich. Das ist doch dein Vater. Auf so einen Vater kann ich ruhig verzichten. Mama, lass es einfach. Ruf ihn nicht mehr an. Am besten wir lassen das ganze Thema, das kann mir auch scheißegal sein, echt. Tut mir so leid. Ach, ist schon okay. Bei den anderen Jungs, also bei einigen, kommt überhaupt niemand zu Besuch? Bei den meisten. Warum eigentlich? Keiner geht gerne in den Knast. Sie aber schon. Ich schon. Wenn Sie schon mal hier sind, muss sich ja einer um Sie kümmern. Sie können den Laden ja schlecht alleine schmeißen. Herr Schlüter, Sie haben heute Abend Umschluss mit den Engeln. Ja, Herr Schmitz. Ja, dann kommen Sie. Thank you.
Feierabend. Immer wieder schön, wenn man raus darf. Bis morgen. Bis morgen.